GTA 5? Und installieren! Ah! Oh mein Gott, 10 Jahre installieren, Bruder, was hab ich gemacht? Scheiß drauf, ich warte, Bruder. Ah! Endlich installieren, ja? Jungs, sorry, ich erkläre euch kurz, okay? Die geht jetzt nicht mehr weg. Ich erkläre schnell. Also ihr geht... Kaputt! Ihr geht auf Link oben in der Beschreibung und dann macht ihr Ding, da ist Server 1. Okay, ich bin auf Server 1, da könnt ihr drauf kommen und dann können wir zusammen zocken. Ja. Kaputt! Server 1, Jungs. Unten in der Beschreibung. Kommt vorbei. Assalamu alaikum, Bruder. Namaste. Namaste, Bruder. Ramadan Karim. Heute fahren mit der Taxi fahren. Kollege rufen an. Familie, warte. Major. Major. Haha, meine Brüder. Bruder, ihr fragt euch, was ich hier mache. Fragt mich selber nicht, Bruder. Ich bin Taxifahrer. Brüder, aufpassen! Hallo? Bruder? Brauchen Taxi? Nein. Steigen ein, Bruder, bitte steigen ein. Nein. Ich steige ein, Bruder. Ich brauch nicht. Du kleiner Pisser, du steigst sofort jetzt ein, Hatte. Mein Zuhause ist gleich dahin. Steig ein. Nein, brauch nicht. Steig ein! Idiot! Ey, was mache ich hier denn, Alter? Warte mal, warte mal, warte mal. Suche Anwalt, tamam. Ich bin sofort wieder da, Chat. Familie Abaziz! Abaziz! Kommst du rein? Olum Abaziz, bitte reinkommen. Bei Hotel könnt ihr direkt, bei Hotel könnt ihr reinkommen, Hatte. So, was sagt ihr? Passt, ha? Suche Anwalt. Amına kodumun karısı. Verkaufe AMG mit vollem Tuning. Mercedes. Ja. Hallo, ich hätte gerne Interesse an den Mercedes. C63 Coupé. Ja. Wie viel kostet der? Also ich habe 5 Mio Verhandlungsbasis. 5 Millionen Euro für ein Auto. Ja, wenn du willst, können wir uns mal kurz treffen. Hör mal zu, ich sag dir jetzt am Telefon 5 Millionen Euro kriegst du von mir nicht. Olum, der legt auf! Ich ruf den nochmal an. Guten Tag, hallo. Sorry nochmal für die Störung. Ich wollte anrufen wegen der Mercedes. Ja. Ja, der ist gerade 5 Millionen verhandelbar. Ja. Welches Baujahr? Ja, der ist neu. 23. Ja, ich geb dir 100.000. Ja, genau. Wie ja genau, du Schwanz? Ja, Eri. Du kleiner Huck. Der kauft eine Mercedes für 5 Millionen Euro, du Idiot! Verkaufe leuchtendes Sakko in schwarzem Typ. Er kauft ein leuchtendes Sakko. Was für leuchtendes Sakko, Bruder? Hallo, wegen dem leuchtenden Sakko, ich wollte mal anrufen. Ja. Wer hat deinen Kopf? Was für leuchtende Sakko? Was bist du für ein Opfer? Ja, bist du behindert? Digga, bist du dumm? Sakko mit leuchtender Zierleiste, du Schwanz, Alter. Ich f*** dein leuchtende Zierleiste, du Schwanz, du Eri. Digga, halt dein Maul, du kleiner. Halt mal du dein Maul, Alter, du kleiner Sohn. Du kleiner Hund. Scheiß drauf. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich bin eigentlich Großfamilie. Denkt, ich mach Spaß? Hä? Ihr werdet sehen. Und ich hab meinen Mercedes schon. Bis gleich. Was dachtet ihr, ich mach Spaß? Wir sind Großfamilie, ja, Salami. Walla, walla, keiner macht Stress. Walla, wer Stress macht, guck seinen Kopf. Der Letzte, der Stress gemacht hat, guck seinen Kopf. Ich hol seinen Kopf. Walla, keiner macht Problem. Walla, keiner macht Problem. Wow. Oder was mache ich denn schon wieder, ja? Das ist die gleiche von der Montana Black, 1:1, gleiche. Ich zeig euch jetzt, wie man Geld macht bei unserer Familie. Bei Abaziz, ich zeig euch, wie man richtig Geld macht. Ah, ich brauche einen. Warte kurz. Ja, Maschkal! Ich zeig euch, wie macht man richtig Geld! Heute Ramadan, deswegen nur Haschisch verkaufen, Haschisch! Nifah! Keine Nifah! Hey, warte! Ja? Komm raus, ich zeig dir! Nee, warum? Ich geb dir was Gutes, komm her! Komm raus! Komm! Ich hab 5 Gramm Nifah! Was? 5 Gramm Haschisch! Haschisch aus Marokko! Guck, riech! Oh, alle auch. Komm, riech! Ja, ich riech! Ist gut? Ja. Ja. Ist gut, ne? Brauchst du? Ja, aber ich hab noch genug. Olum, brauchst du da nichts? Nee, ich brauch nicht. Okay, ich mach dir umsonst. Komm. Ich mach dir umsonst. Komm. Olum, Großfamilie, keine Mensch bei mir. Oh nein! Ich zeige euch Lektion 2. Wie macht noch mehr Geld ein Mensch? Hallo, ja.
Papa, ich hatte gerade einen Autounfall. Mir geht's nicht gut. Bitte komm und du musst mir 50.000 überweisen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Ja, ich hol dich raus. Sag, musst, wo du bist. Sag, ich schick dir Bankdaten. Du musst nicht mal in die Polizei kommen. Ey, die kommen gerade. Sag, wo du bist, ein Kleinkindbetrüger. Guten Tag, hallo, ihr Sohn. Der hat hier einen Unfall gemacht. Ne, das kostet sehr viel. Ansonsten, wir bringen ein Gefängnis. 50.000 Euro jetzt, bitte. Warten Sie mal, Herr. Hallo. Zahlen Sie jetzt lieber, ne? Sonst kommt er in den Knast. Funktioniert nicht immer. Immer ein bisschen. Mal so. Egal. Das ist ja auch 1 zu 1 der Mercedes von Monte, ne? Auch die gleiche Farbe. Oder der Benzer von Monte ist krass. Dann reicht. Ich bin hier erstmal weg. Ich komm gleich wieder. Wie ist der Kollege von der CTV aus Haus? Geht euch allen gut? Ey, das ist nicht... Ey, stopp. Ey, das ist nicht das, was ihr denkt. Wirklich, guck. Jungs, denn diese GTA will eh keiner mit mir befreundet sein, deswegen habe ich einen neuen Bree gefunden. Aber der sieht mir noch zu deutsch aus. Wartet mal kurz. Was geht, Jungs? Alles gut? Oh, dann warte, dein Bart, Bruder. Wir sind gefickt, Bruder. Wir sind gefickt, Bruder. Wir sind da, Bruder. Wir. Parra. Irgendwo zu Hause gebunkert. Aber Mama darf davon nicht erfahren. Voila. Der Teufel erflüstert meinen Namen. Ey! Hallo, bleib doch mal stehen! Bleib doch mal stehen! Bleib doch mal stehen! Bleib doch mal... Hallo? Warum redest du nicht mit mir? Ich habe Angst, wenn du mich anschreist! Oh, jetzt reicht's. Ich bin ein Feuerbändiger. Soll ich dir zeigen? Du machst mir Angst. Guck. Hey, ich hab Angst, jetzt in die Hose gehen. Wieso sollte ich stehen bleiben? Willst du wissen, warum? Ja. Weil dann sind die sauer, wenn wir sie überfahren, oder was? Ach so, okay. Mach das nicht nach! Guck mal hier, guck mal, guck! Bis gelesen! Fire! Brennt nicht, oh, das brennt nicht mehr! She's war! Sind das die Stimmen in deinem Kopf, die dir das befehlen? Achi, wie willst du das Höllenfeuer überleben, wenn sogar diese Feuer dich nicht schütze, wo du schon da schwitzt? Sag mir! Ich frage dich! Ich frage dich! Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Werter Herr. Kurz Friendly Fire, man hört, dass du bist. Okay. Ah, jetzt ist sie abgefuckt. Jungs, ich töte den, ich will dieses Auto haben. Ja, komm, ich geb dir den Schlüssel. Ah, okay. Du kannst dich reinsetzen. Warte, ich komm gleich wieder. Denk dich, ich komm wieder, oder was? Ist vorbei. Ey, diese BMW ist krass. Wusst ihr, ich wollte mich bei Icon 5, Icon 6, egal was. Icon, egal bei wem. Rap La Rue Icon. Ich bin Rapper. Ihr glaubt mir nicht? Guck. Hallo? Was geht ab, du Hund? Ja, Maniac. Kleiner Schwanz. Was war das letztens, du F***e? Wie redest du? Hör mal zu, kleiner Schwanz. Hör mal zu, du Schwanz. Was? Du hörst mir zu, ich kleiner Kellbus. Ich hör dir Kellbus. Nicht zu. Wer bist du denn, hä? Wer bist du denn, ne? Du kleiner Komm mal, Stimmbruch mit deinen Milchzähnen, du Schwanz. Okay, Baba, komm mal kurz. Wer bist du, kleiner Schwanz? Hallo, deine Hunde so, weißt du, ich bin. Jetzt zieh mal den Sohn, ja, Kelb. Ich f***e dich und deine gesamte Generation. Deine Familie soll in dein Gürtel rein. Du Fanboy. Hallo? Ja. Wie alt bist du denn? 11. Darfst du schon Taxi fahren? Ja. Fahr mal rechts ran. Steig aus! Nein! Steig aus! Soll ich dir mal was sagen? Fahr rechts ran lieber, sonst wirst du gebannt. Gut, das klar, müssen wir das Ganze hier kurz aufläutern. Hast du das Regelwerk von Grand Epic gelesen? Ja. Du weißt, dass man erst Taxi fahren darf, wenn man 14 ist. Guck mal, ich gebe dir eine Chance, alles klar? Du kriegst keinen Permaban, wenn du jetzt einfach kurz den Server verlässt, ansonsten, ja, kriegst du den Permaban. Alles klar? Wie gesagt, ich gebe dir 10 Sekunden Zeit. Ja, ansonsten ist dein Account weg. 10, 9, 2, 1... Ey. Ey, ich bin schon ekelhaft. Ich bin wirklich ekelhaft. Ich bin eigentlich gar nicht so ekelhaft. Ich mach das, glaube ich, nur wegen euch. Ihr habt mich so widerlich gemacht. Ihr seid schuld, warum ich so bin. Weil ihr das sehen wollt, nicht ich. Puh. Auf euch. Oha, was geht denn da ab? Litsch mal wieder hin, Bruder. Pack die Waffe weg, Junge. Das ist ein Taser. Stopp, das ist ein Taser. Hey, hey, hey. Oh. Ey, komm mal raus, du bist in der Greenzone, hä? Ich bin der Greenzone. Ey, warum bist du denn so schlecht? Du triffst mich ja gar nicht. Ich hol Edmund, wenn du jetzt nicht rauskommst. Wo soll ich rauskommen?
Liegt da, hat er. Oh mein Gott! Oh. Kling, klang, du und ich. So, hier gibt's einmal Handschellen für dich. Handschellen? Alter, vier, Digga!